Hey YouTube, Tarsot Commander hier mit einer neuen Folge 100 Kills. Diesmal befassen wir uns mit dem Scharfschützengewehr der chinesischen Wochen, der QBU-88. Die QBU-88 war die erste Waffe aus der modernen chinesischen Waffenreihe für die 5,8x42mm Munition und ist seit 1997 im Einsatz. Das ist eine Besonderheit in Battlefield 4, denn alle anderen Scharfschützengewehre verschießen 7,62mm Munition. Damit gehen wir direkt über zu den Stats der QBU-88. Die QBU-88 hat das gleiche Schadensmodell wie die SKS, die 7,62mm Munition verschießt, mit einem Maximalschaden von 43 und einem Minimalschaden von 34. Das ist etwas weniger als die meisten anderen Scharfschützengewehre machen und bedeutet, dass ihr lieber nicht in die Beine schießen solltet, wenn ihr gerne einen Dreischusskill machen möchtet, wie das die Scharfschützengewehre ja bei Treffern in die Brust alle auf jede Entfernung machen. Der Drop-Off beginnt bei 8 Metern und endet bei 65 Metern. Die Feuerrate ist sehr hoch, passend zu dem niedrigen Schadensmodell mit 310 Schuss pro Minute. Da wird sie nur von der SKS übertroffen. Die Mündungsgeschwindigkeit liegt seit dem letzten Patch bei geschlagenen 670 Metern pro Sekunde, was hervorragend für die Bekämpfung von beweglichen Zielen auf große Entfernungen ist. Mit Schalldämpfer bleiben immerhin noch 380 Meter pro Sekunde. Die Magazingröße ist die kleinste unter allen Scharfschützengewehren mit lediglich 11 Schuss. Das ist aber der Realität nahe, denn in der Realität hat diese Waffe auch nur ein 11 Schuss bzw. eigentlich ein 10 Schuss Magazin und noch eine Kugel im Lauf. Die Nachladezeit liegt bei 2,65 Sekunden, wenn ihr noch eine Kugel im Lauf habt. Etwas länger, da es eine Bullpup-Waffe ist, aber im Rahmen der Scharfschützengewehre noch ganz in Ordnung. Wenn ihr aber alle Kugeln verschießt, was natürlich bei einem 10-Schuss-Magazin verdammt schnell passieren kann, dann habt ihr ein echtes Problem, denn dann sind es geschlagene 3,9 Sekunden. Der Rückstoß liegt bei 0,4 nach oben, minus 0,1 nach links und 0,3 nach rechts. Der Multiplikator auf den ersten Schuss beträgt 2. Diese Rückstoßwerte gehören zu den besten, die ihr unter den Scharfschützengewehren finden werdet. Die einzige andere Waffe aus diesem Bereich, die noch einen geringeren Rückstoß nach oben hat, ist die SKS, bei der man dafür aber mit mehr Rückstoß nach links und rechts zu kämpfen hat. Die Werte nach links und rechts entsprechen in etwa denen, die man bei vielen anderen Scharfschützengewehren findet, sind sogar genau identisch mit denen der Ace-53 SV und der Ska-H SV. Die Streuung nimmt mit jedem Schuss um 0,2 Grad zu, das bei einer Grundgenauigkeit von 0,062, wenn ihr übers Visier zielt und stillsteht, 0,762, wenn ihr euch bewegt und 2,25 aus der Hüfte im Stillen stehen. Damit verhält sich die QBU-88 wie die meisten anderen Bullpup-Waffen in Battlefield 4 und teilt sich unter den Scharfschützengewehren die beste Genauigkeit mit der RFB, die ja ebenfalls ein Bullpup-Design ist und zwar das einzige andere, das ihr unter den Scharfschützengewehren in Battlefield 4 finden werdet. Kommen wir nun also zu den Attachments, die ihr während der ersten 100 Kills mit der QBU-88 freischaltet. Da wäre für 10 Kills das JGM-Vierfachvisier, gefolgt von der abgekippten offenen Visierung, dem angewinkelten Griff, dem schweren Lauf, dem Coyote-Rotpunkt-Visier, dem Laservisier, dem ergonomischen Griff, dem LS-06 Schalldämpfer, dem HD-33 Holovisier und dem Verstärker. Welche dieser Zubehörteile sind nun aber nützlich für die QBU-88 und welche eher weniger? Wie immer beginnen wir beim Visierslot und wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich die offene Visierung bei der QBU-88 komplett umgangen und habe zu Beginn das PSO-1 Vierfachvisier benutzt, das ich aus einem Battlepack erhalten hatte. Ich würde euch auch empfehlen, sobald wie möglich, also schon nach 10 Kills, auf das JGM-4 Vierfachvisier zu wechseln, wenn ihr nicht sogar schon früher irgendein Visier mit Zoom aus einem Battlepack erhalten habt. Eine offene Visierung würde ich, wenn dann, als abgekippte offene Visierung empfehlen, was uns auch direkt zum Zubehörslot weiterführt. Da würde ich genau die eben angesprochene abgekippte offene Visierung in Kombination mit einem großen Visier empfehlen.
Theoretisch gäbe es noch die Alternative, wenn ihr eher in engeren Gebieten unterwegs seid, ein kleineres Visier mit dem Verstärker zu kombinieren, was auch eine ganz nützliche Kombination ist. Aber ich denke, für die meisten Fälle wird man mit einer so genauen Waffe schon eher ein Vierfachvisier haben wollen, insbesondere seit es den Visual Recoil Bug nicht mehr gibt. Man also nicht mehr mit einem größeren Rückstoß auf dem Bildschirm zu kämpfen hat, als die Waffe ihn tatsächlich liefert. Das Laservisier wäre theoretisch denkbar, da die Genauigkeit aus der Hüfte ja zumindest vergleichsweise gut ist. Aber ich werde später nochmal drauf kommen, dass die QBU 88 wegen einigen Faktoren nicht so eine wahnsinnig gute Nahkampfwaffe ist. Da spreche ich natürlich insbesondere die sehr geringe Magazingröße und die lange Nachladezeit an. Beim Laufzubehör ist es auch mal wieder nicht ganz einfach. Ihr erhaltet den schweren Lauf und den LS06 Schalldämpfer. Schwerer Lauf bedeutet natürlich ein bisschen mehr Rückstoß, allerdings ist der bei dieser Waffe ja für ein Scharfschützengewehr eher niedrig und ihr könnt damit die Genauigkeit weiter optimieren, wenn ihr die Waffe wirklich auf große Entfernungen einsetzen wollt. Der Schalldämpfer ist prinzipiell eine Alternative. Erfahrungsgemäß hat er sich im Hardcore-Modus relativ gut bewährt, wo man ja nur zwei Treffer braucht, um den Gegner zu töten. Aber den Schalldämpfer drauf zu machen, bedeutet natürlich, die Treffgenauigkeit gegen bewegliche Ziele auf große Entfernungen drastisch zu reduzieren. Denn bei dieser Waffe verliert ihr fast 300 Meter pro Sekunde an Mündungsgeschwindigkeit durch den Schalldämpfer. Das macht also verdammt viel aus und mit den 380 Metern pro Sekunde, die übrig bleiben, dürfte es auf größere Entfernungen also ziemlich schwer sein, Gegner zu treffen. Ich habe bei dieser Waffe nicht auf den schweren Lauf gesetzt, sondern den normalen Lauf behalten. Allerdings denke ich, dass der schwere Lauf vielleicht sogar eine bessere Option gewesen wäre, einfach weil der Rückstoß nach oben doch ziemlich gut zu kontrollieren ist. Wenn ihr die Feuerrate der Waffe voll ausnutzen wollt, dann empfiehlt sich vielleicht doch eher, kein Laufzubehör zu nehmen. Unter den Lauf würde ich ganz klar den angewinkelten Griff empfehlen, der den Rückstoß noch leichter kontrollierbar macht. Den ergonomischen Griff, da würde ich eine Ausnahme machen, würde ich eben empfehlen, wenn ihr die Waffe auch auf ziemlich kurze Entfernungen einsetzen wollt und damit doch mal in Häusern rumlaufen müsst oder so und eben auch das Laservisier benutzt. Die Kombination von diesen beiden macht dann eben die Genauigkeit aus der Hüfte schon ziemlich brauchbar. Aber wie gesagt, wenn ihr die Waffe wirklich als Scharfschützengewehr eher auf größere Entfernungen konzentrieren wollt, dann ist der angewinkelte Griff die richtige Wahl, der vielleicht doch eine etwas höhere Feuerrate ermöglicht, als ihr die ohne ihn hättet. Meine Setup-Empfehlung für die QBU 88 wäre also ganz klar JGM4 Vierfachvisier, dazu die abgekippte offene Visierung, auf den Lauf den schweren Lauf und unter den Lauf den angewinkelten Griff. Diese Setup-Empfehlung zielt also ganz klar darauf ab, die QBU 88 in ihrer eigentlichen Funktion als Scharfschützengewehr einzusetzen. Tatsächlich steht diese Waffe nämlich irgendwie ziemlich zwischen den Stühlen. Ich hatte ja schon angesprochen, dass sie als Bullpup-Waffe das beste Hipfire von allen Scharfschützengewehren hat, zusammen mit der RFB. Gleichzeitig hat sie auch die zweithöchste Feuerrate. Da schlägt sie die RFB um geschlagene 50 Schuss pro Minute und wird nur von der SKS übertroffen. Das sind natürlich Faktoren, die im Prinzip dafür sprechen würden, die Waffe eher auf kurze Entfernungen einzusetzen. Im Vergleich zu anderen Waffen dieser Kategorie schlägt sie sich im Nahkampf sehr gut. Und man könnte sich dann ja überlegen, auf einer Map, wo es gemischt ist, wo man auch häufiger mal in Häuser reinrennen muss oder aber auch im Offenen kämpft, wäre das eine empfehlenswerte Waffe. Das ist auch nicht ganz falsch, aber sie hat einfach so gravierende Nachteile für den Nahkampf, dass man sie trotzdem nicht wirklich empfehlen kann. Ganz klar, wenn ihr im Nahkampf auf einen einzelnen Gegner trefft, hat die QBU 88 gar keine Probleme, damit fertig zu werden. Den kann sie problemlos niederstrecken. Schwierig wird es eben, wenn es mehrere sind, denn dann kommen die Nachteile der QBU 88 im Nahkampf zum Tragen. Das sind, wie vorhin schon angesprochen, dass sie das allerkleinste Magazin unter den Scharfschützengewehren hat mit lediglich 10 Schuss und die längste Nachladezeit. Das heißt, ihr werdet so häufig wie mit keiner anderen Waffe aus dieser Kategorie nachladen müssen und dann jedes Mal eine brutal lange Nachladezeit ertragen müssen. Vor allem, was bei einem 10-Schuss-Magazin einfach schnell passiert, wenn ihr alle Kugeln verschossen habt und knappe 4 Sekunden warten müsst.
Das ist, wenn ihr in irgendeinem Bereich seid, wo mehrere Gegner auf kürzere Entfernungen unterwegs sind, also relativ nah an euch dran, fast ein sicheres Todesurteil. Ein anderer kleiner Nachteil, den die QBU 88 auf mittlere und große Entfernungen hat, ist das Schadensmodell, das sie mit der SKS teilt. Während prinzipiell alle Scharfschützengewehre auf jede beliebige Entfernung einen Dreischuss-Kill machen, wenn ihr den Gegner in die Brust trefft, hat die QBU 88 mit ihrem geringfügig schwächeren Schadensmodell diesen eben nicht ganz so sicher. Ganz klar, Kopftreffer ist es auch immer mit zwei Schuss ein Kill, aber es gibt ja auch noch die Situation, dass man in die Beine trifft oder, was fast genau denselben Effekt hat, dass man einen Gegner trifft, der das Defensiv-Perk oder den Defensiv-Field-Upgrade-Path benutzt. Während ihr mit den allermeisten Scharfschützengewehren da auf der sicheren Seite seid, also auch wenn man von eurem Schaden noch 10% abzieht, ist es entfernungsunabhängig so, dass trotzdem drei Kugeln reichen, ist es bei der QBU 88 ebenso, dass genau das nicht der Fall ist. Sobald ihr in den Bereich kommt, wo ihr nah an den Mindestschaden rankommt, sage ich mal, der reicht ja normalerweise auf große Entfernungen schon nur gerade so, um einen Gegner mit drei Kugeln zu töten, wird es dann kritisch. Ich habe das gerade mal genau nachgeschlagen, weil ich dachte, das ist wirklich eine relevante Sache. Und genau ab 50 Metern habt ihr die Situation, dass wenn ihr 10% vom verursachten Schaden abzieht, drei Schuss nicht mehr reichen, um einen unverletzten Gegner zu töten. Das heißt, dann braucht ihr eine vierte Kugel. Das ist natürlich schon eine gewisse Beeinträchtigung, wenn ihr auf größere Entfernungen eben dann arbeitet, wo ihr vielleicht sogar bis ganz auf den Mindestschaden runterkommt, denn bei 50 Metern seid ihr immerhin noch bei 36,3 Schaden. Wenn ihr wirklich bei den 34 angelangt seid, habt ihr dann das Problem, dass selbst wenn ihr eine einzelne Kugel mal in die Brust gelandet habt, dann die anderen beiden nicht reichen, wenn ihr sie doch in die Beine reinschießt. Das kann ja mal passieren, gerade wenn man auf ein bewegliches Ziel schießt oder die Entfernung eben schon so groß ist, wenn wir jetzt von 100 Metern oder so reden, dass es vielleicht auch nicht so genau abzuschätzen ist, ob ihr den Gegner jetzt in den Torso trefft oder in die Beine. Beziehungsweise, wie gesagt, wenn er das Defensive Field Upgrade benutzt, dann habt ihr ja sogar das Problem, dass selbst ihn in den Torso treffen nicht ausreichend ist. Also das ist was, wo die QBU 88, genau wie auch die SKS, die aber mit einer deutlich schnelleren Nachladezeit und einem größeren Magazin sich durchaus für den Nahkampf eignet, schlecht abschneidet gegenüber den anderen Scharfschützengewehren. Und das ist ein Grund, warum ich sie nicht wirklich empfehlen kann. Ich war relativ erfolgreich mit dieser Waffe und fand eigentlich, sie ist gut zu spielen, aber wie gesagt, auf dem Papier hat sie einfach Nachteile. Es gibt einfach viele Waffen unter den Scharfschützengewehren, die schlicht und einfach besser sind. Der Fairness halber betone ich aber nochmal, man kann mit der QBU 88 durchaus auch sehr erfolgreich sein. Das sind jetzt nicht so gravierende Nachteile, die sie gegenüber den anderen Scharfschützengewehren hat. Kommen wir also noch zu einem kurzen Vergleich mit der Variante in Battlefield 3. Die hatten natürlich, damals waren das ja Waffen, die nur der Aufklärer benutzen konnte, ein deutlich stärkeres Schadensmodell gehabt und hat sich das auch mit den ganzen anderen halbautomatischen Scharfschützengewehren in diesem Spiel geteilt. Also das heißt, sie hatte nicht so ein schwaches wie die SKS, das auch damals schon hatte. Die Nachladezeiten waren tatsächlich noch ein Stückchen schneller, was eher für den Nahkampf gesprochen hat, und damals waren auch die 11 Schuss im Magazin kein wirklicher Nachteil, denn bis auf die M417 und die SKS hatten das alle Scharfschützengewehre. Die Mündungsgeschwindigkeit ist seit dem Patch deutlich höher, als sie das in Battlefield 3 war. Die Rückstoßwerte waren damals passend zu dem höheren Schadensmodell natürlich ein ganzes Stück höher als jetzt, die Genauigkeit übers Visier ein bisschen besser, aber dafür war sie aus der Hüfte tatsächlich schlechter, was ja, wenn man Waffen mit Battlefield 3 vergleicht, eher ungewöhnlich ist. Nun also noch zu den Änderungen, die die Waffe im letzten Patch erfahren hat, und bevor ich auf diese in Zahlen eingehe, wollte ich nochmal generell etwas erwähnen, das glaube ich auch im Video zur M39 ENR, das ja das erste nach dem Patch war, schon gesagt hatte, nämlich, dass die Scharfschützengewehre sich jetzt einfach generell besser gegen Sturmgewehre und eigentlich auch alle anderen Waffen, zumindest alle anderen automatischen Waffen, schlagen, als das vorher der Fall war, einfach weil ihr Schadensmodell nicht schlechter gemacht wurde und sie deswegen gerade auf kürzere Entfernungen, wo es sonst ein gravierender Nachteil war, dass sie mit ihrer sehr viel niedrigeren Feuerrate nur eine einzige Kugel weniger gebraucht haben, um den Gegner zu töten,
eben jetzt nicht mehr so einen großen Nachteil haben, weil es jetzt zwei Kugeln Unterschied sind. Und das heißt, man hat zwischen dem vierten und dem fünften Treffer, den das Sturmgewehr oder der Karabiner oder was auch immer eben landen müssten, nochmal eine Chance, selbst seinen eigenen dritten Treffer zu landen und das Feuergefecht dann doch für sich zu entscheiden. Ansonsten hat die QBU 88 auch nicht viele Änderungen erfahren. Sie hat die übliche Erhöhung der Mindestgeschwindigkeit mit Schalldämpfer von 330 auf 380 Meter pro Sekunde gekriegt und wie das bei vielen Scharfschützengewehren auch der Fall war, was sie eben auf größere Entfernungen noch ein bisschen verbessert, zumindest beim Kampf gegen bewegliche Ziele, eine Erhöhung der Mündungsgeschwindigkeit ohne Schalldämpfer von 600 auf 670 Meter pro Sekunde. Damit war es das dann also zur QBU 88 und die chinesischen Wochen sind auch fast vorbei. Es fehlt nur noch die JS2 Maschinenpistole, die ich in der nächsten Folge vorstellen werde. Die Stats in diesem Video waren wie immer von Simtik.com. Die Seite werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, klickt den Gefällt-mir-Button. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Aus dem Satz. Das sieht auch ganz gut aus.